Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Morrowind. Im letzten Part haben wir ein paar Aufträge für Edwina Elbert abgeschlossen und die epischen Gegenstände hier gerade im Caldera abgelegt. Jetzt werden wir, ja, gute Frage, ich glaube ein paar Aufträge entgegennehmen von der Magiergilde noch. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, was wir noch annehmen können. Alte Ruhen. Sadrim Mora, definitiv bei Sphinx, wenn der uns überhaupt Aufträge gibt bei uns im Rang. Ich hoffe aber. Ja. Ich brauche jemanden, der bereit wäre, die Gelehrte Tenjeminwe zu eskortieren. Befindet sich in Muriels Taverne. Sie macht sich wegen eines Streites Sorgen, den sie letzte Nacht mit einem Telvanni hatte. Sie möchte Sadrim Mora mit der Elfskerring verlassen, aber sie wagt es nicht, zur Anlegestelle zu gehen. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr sie zu Gals Aretis Schiff eskortieren würdet. Ja. Wo steht die überhaupt? Die drüben im Herren. Ja. Ich glaube, wenn ich einfach hier runtergehe, dann dürfte ich die schon treffen. Die Elfskerrin ist übrigens das Schiff, mit dem wir von Altruhn hier oder Sadrim Mora reisen. Oh Gott, Altruhn und Sadrim Mora bringe ich jetzt schon durcheinander. Ja, wenn wir nach Sadrim Mora reisen mit dem Schiff oder von Sadrim Mora, das ist die Elfskerrin. Von diesem einen Typen, den er gerade gesagt hat. Okay. Die dürfte irgendwo da stehen. Ich gehe immer diesen Weg. Frag mich nicht warum, aber ist halt so. Ich mache das immer so. Habe ich mir auch angewöhnt. Und irgendwo dürfte sie auch stehen, oder? Ich hoffe. Ach nee, in, hier. Der dreckige Muriel ist sie. Okay, da ist sie. Gemeinsam reisen. Was haltet ihr davon, wenn wir zu den Telvanni Docks gemeinsam reisen? Wollt ihr, dass ich euch folge? Folgt mir. Nun gut, bringt mich zur Elfskerring an den Telvanni Docks, Dennis. Werde ich machen. Und diese Quest kann ich euch schon vorwegnehmen. Ist ziemlich simpel. Normalerweise dürfte man jetzt erwarten, dass irgendwer auf uns zustürmt und uns killt, aber nö. Es ist wirklich so, dass wir die einfach dahin eskortieren und das war's. Keine Zwischenfälle, nichts. Zumindest hatte ich nie welche. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass irgendwie einer ankommt und einen angreift. Aber ich glaube, die Quest habe ich bestimmt schon 5 bis 10 Mal gemacht. Von daher, da hatte ich das nie und ich glaube, das ist jetzt auch nicht der Fall. Wobei, wenn das typische LPA-Phänomen auftritt, dann wahrscheinlich schon. Aber ich gehe jetzt einfach mal nicht davon aus. Wünscht ihr etwas? Ja, gib mir Geld. Ja, die NPCs sind hier etwas langsamer, sieht man ja. Aber naja, macht uns auch nicht so viel. Okay, du bist jetzt fast hinter uns und ich glaube, die wird jetzt schon gleich sagen, ja, danke, dass du mich eskortiert hast und so. Genau. So, Tagebuch aktualisiert. Danke, dass ihr mich zum Hafen von Telvanni gebracht habt. Elfskerring. Es ist Gals Aretis Schiff. Es ist das, was am weitesten westlich liegt. Danke, dass ihr mich zu Elfskerring gebracht habt. Ich habe diese Schriftrolle nur aufbewahrt, falls etwas Unerwartetes passiert. Da wir sicher angekommen sind, bin ich der Meinung, dass ihr sie verdient habt. Ja, wunderbar. Tagebuch aktualisiert, Magiergilde und so weiter und so fort. Ein furchtbarer Ort, wie alles sagen. Ja, damit haben wir das getan und können wir zu Skink im Schatten zurück. Ja, diese goldene Tür bleibt für ewig auf. Und die Typen marschieren einmal drüber. Warum auch immer. Vielleicht haben sie Spaß dran. Und der Nebel ist jetzt relativ weg. Aber dass in Caldera sonnigter Nebel war, das hat mich wirklich gewundert. Das ist eigentlich recht ungewöhnlich. Man kann ja tatsächlich sogar im Internet nachgucken von den Wetterzonen hier. Es gibt ja hier die Westspalte. Wo ist die Westspalte? Das hier. Weinländer hier und Aschland ist hier. Da kann man tatsächlich im Internet nachgucken, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es regnet oder dass die Sonne scheint oder dass Nebel kommt. Und Caldera ist so relativ eine gemäßigte Klimazone, sag ich mal. Und auch vom Wetter her relativ normal. Alles so durchschnittlich, Regen und Sonne. Aber so dichter Nebel? Selten, wirklich. Okay, kaiserlicher Schrein. Und ich weiß nicht, ob wir nach oben oder unten müssen. Ich glaube aber nach oben. Wow, meine Erinnerung tut mich mal nicht. Darf ich euch helfen? Gehen wir hier rein. Ja, die habe ich sicher zum Schiff eskortiert. Ich freue mich zu hören, dass Tyre irgendwas es wohlbehalten zur Elfskerring geschafft hat. Mein Dank ist euch gewiss. Was sagt er jetzt dazu? Ich habe gehört, dass Edwina ihren Trank schließlich dort bekommen hat. Ja, ich, was du nicht sagst. Aufgaben. Ich suche nach einem seltenen Buch. Es heißt Vampire von Wardenfell. Die Serie umfasst 2 Bücher. Das erste ist in Morrowind häufig zu finden. Und fast jeder Buchhändler hat eine Abschrift. Das zweite Band ist selten. Das zweite Band, genau. Der zweite Band ist selten. Wenn ihr eine Abschrift des zweiten Bandes finden könnt, wäre ich euch sehr dankbar. Ihr solltet es bei einem Buchhändler versuchen, der auch Raritäten verkauft. Habe ich dieses Buch nicht schon gekauft? Ich bin mir nicht sicher, aber... Nein, habe ich nicht. Verdammt, warum nicht? Nein, noch nicht. Seid nicht entmutigt. Ich fürchte, es wird Wochen oder sogar Monate dauern, bis wir eine Abschrift finden. Ja. Dann dürfte ich jetzt hier nach Vivek reisen, denn ich weiß, wo wir eine Abschrift herbekommen. Hat er mir schon Geld gegeben?
Ach, ich glaube, der entlohnt uns später. Hier können wir übrigens auch einen Auftrag mal eben annehmen. Hier. Aufgaben. Aufgaben, sagt ihr. Nun, es gibt einige Dinge, die für die Magiergilde erledigt werden müssen. Also, findet etwas über das verschwundene Zwerge raus. Ja, das ist eine gute Aufgabe für euch Schüler. Das ist eigentlich einer der Quests, die man für gewöhnlich nicht abgeschlossen bekommt, wenn man das Spiel irgendwie nicht richtig gut kennt oder so. Sogar ich wüsste ja spontan nicht, wie das geht. Da müsste ich mich nochmal schlau machen, weil das ist irgendwie so eine Aufgabe. Man hat keinerlei Inhaltspunkte, man weiß nicht, mit wem man quatschen soll. Da wird man richtig ins kalte Wasser geworfen. Also im Morrowind ist es ja generell so, dass man schon teilweise irgendwie Probleme hat, dass man irgendwie weiß, wo man hin soll. Aber man sagt nur, find was darüber heraus und das war's. Also hier kriegt man gar keine Hinweise. Ich wüsste aber, zu wem ich hingehen könnte und ich glaube, dann würde ich sogar schon erfolgreich sein. Jetzt bin ich gerade etwas überfragt. Moment, ich muss hier runtergehen. Meine ich zumindest. Oho. Schlimm. Fast blind. Nein, das nicht. So. Hier runter und dann dürfte ich schon fast da sein, wo ich hin will. Und nein, ich werde jetzt einfach mal nicht weiter runterspringen, weil das nicht so gut wäre. Hier dürfte die Bodensektion sein, die untere, genau. Gehen wir einfach mal hier rein. Ich glaube, von diesem Weg bin ich nur einmal bisher gekommen. Ja. So. Und hier ist doch irgendwo der Buchhändler. Na, wo ist er? Nein. Zum schwarzen Schalk wollte ich nicht. Wo habt ihr euch? Ich warte. So. Trankmischer auch nicht. Alchemist nicht. Jobascher, seltene Bücher. Da wollte ich hin. Hier habe ich ja schon mal präventiv, wie heißt das Buch nochmal? Boethias Glanz gekauft. Und jetzt habe ich vergessen, dass ich die Vampire von Warnfeld 2 auch schon hätte kaufen können. Naja, das werde ich jetzt nachholen. Das sind nämlich die Wege, die ich ersparen wollte, wenn ich das Buch schon vorher kaufe. Wenn ich das nicht schon weglegen habe, ich hoffe mal nicht. Das ist auf jeden Fall ein rotes Buch. Da ist es. Pff, 477 für 400er Wert. Das ist hart. Sagen wir einfach mal 380. Darüber lässt sich reden. So. Ich zahle grundsätzlich nicht mehr, als das Ding wert ist. Und jetzt habe ich knapp 100 Draken eingespart. Sehr schön. Was ist los? Nichts. Sprechen mich so böse an. Dann haben wir auch kein Problem miteinander. Okay, ja, wir kriegen ja sowieso genug Geld dazu. Von daher stört mich das jetzt auch nicht, wie viel das gekostet hat. So, raus hier und nun können wir gleich wieder nach oben gehen. Allerdings müssen wir dafür wieder auf diese Seite. Vivek, ich mag den Aufbau nicht. Die Stadt an sich ist schön, aber der Aufbau und so ist verwirrend und wobei verwirrend. Na gut, ich finde mich hier schon zurecht, aber trotzdem. Es ist halt für Blindspieler ganz schlimm und ich finde es auch teilweise nicht so ganz toll, wie man hier irgendwie runterkommt und so. Da habe ich mich auch schon öfter mal verhaspelt bei. Hier noch hoch, dann sind wir aber am Platz und dann schon bei der Magiergilde. Wo ist sie? Da hinten. Hui. Ja, und ich habe mir wieder angewöhnt zu springen. Geht irgendwie schneller, aber worum will ich eigentlich nicht immer machen. Darf ich euch helfen? Darf ich hier durch? Ja, ich wollte dich nicht ansprechen. Das finde ich etwas doof gemacht, dass man hier nicht durchkommt. Wenn die nämlich ungünstig stehen, hat man da wirklich null Chance. So, das sagt er, wenn man da noch nicht fertig ist. Was war es doch gleich, warum ich euch gebeten habe? Oh ja, findet ihr was über das verschiedene Zwerge raus? Wollt ihr nicht von Edwina mit unserer Niederlassung in Altrun reden? Ihr beide solltet euch bestens verstehen. Das ist sicherlich eine einfache Aufgabe. Natürlich, geht einfach zu einigen Dämarruinen und findet heraus, was mit ihm passiert ist. Vielleicht hat jemand von der Magiergilde ein paar Anhaltspunkte für euch. Ach ja, ja, irgendwie sowas. Ja, so, dann gehen wir mal zur Altruhen-Magiergilde. Warum wollten wir das jetzt? Moment, das ist in Altruhen und da ist Edwina Elwett. Ich wollte nach... Nein, ich habe mich verklickt. Ja. Das hatte ich jetzt nicht vor. Ich wollte eigentlich nach Zadret Mora. So kann man auch sein Geld verprassen. Immerhin, kleine Spende für die Magiergilde. So, hier. Ja, es ist genau das, wonach ich gesucht habe. Und es ist auch in einem guten Zustand. Ich hoffe, 1000 Draken werden eure Ausgaben decken. Ja, das werden sie locker. Auch mit dem Fail in Sachen Reise gerade. Aufgaben. Ihr könnt mir vielleicht helfen, Dennis. Ich würde gerne mit einer weisen Frau der Eschländer reden. Vielleicht könnt ihr ein Treffen vereinbaren. Redet mit den weisen Frauen der Eschländer-Stämme. Nach dem, was ich gehört habe, zweifle ich, dass sie ihrer Benimsum oder Urshilako zustimmen würden. Die Zainab werden eventuell zustimmen, aber ich würde erst mit den Ahemusa sprechen. Das Lager der Ahemusa befindet sich nordöstlich
in der nordöstlichen Ecke von Dwarnfell. Nehmt ein Schiff nach Telvos und folgt an der Küste nach Norden. Wenn ihr das Meer erreicht, seid ihr zu weit gegangen. Ja, die Ei muss halt, ich glaube, das Lager haben wir schon eingezeichnet. Jedenfalls ist es hier oben. Ja, da dürfen wir wieder durch die Weinländer gehen, die ja nicht so bekannt sind für ihre Leichtigkeit, denn da gibt es heftige Gegner. Aber naja, können wir nichts dran ändern. Eigentlich finde ich es da sowieso schön, von daher freue ich mich, dass ich da auch mal wieder hin darf. So möchte ja, wir haben ja auch übrigens ja die Aufgaben und so aufgelistet. Oh Gott, wie viele sind denn das? Dann laufen wir Sklave. Ja, das wollte ich machen, das haben wir vergessen. Das kommt im Add-on, die Schöne und der Bandit. Was ist? Ach ja, genau, das habe ich auch noch nicht abgeschlossen. Eine Insel im Norden ist Blood Moon, das Add-on, Magier, Gilde, Geheimnis der Zwerge. Ja, das werde ich lösen, das werde ich auch lösen. Schläfer erwachen, das ist, glaube ich, die Hauptquest. Tempel, Mitgefühl vom Kult ist entführt. Oh Gott, habe ich viel zu tun. Ich versuche dann, ja. Ja, wenn wir die Hauptquest weitermachen, wird sich diese Quest, glaube ich, lösen. Von daher brauche ich mir darum keine Gedanken machen. Aber es sind alles Quests, wie ich weiß, wie man sie lösen kann. Und keine, wo ich mir denke, oh, die ist irgendwie nicht lösbar. Das finde ich schon mal schön. Weil ich mag es nicht, wenn dann irgendwie noch was im Quest-Tagebuch steht. Ja, 79, so viel dazu. Wie viel haben wir in Athletik? Ich glaube, längst nicht so viel. Lang war verstimmt, wir haben fast 100. Ich sollte jetzt echt mal hier einen großen Feuerball nehmen. Zum Angriff. Wie viel zieht der? 10. Ich habe 277. Ja, damit lässt sich leben. Hm, 31 Chance bei keiner Ausdauer. Das heißt, wenn ich Ausdauer hätte, dann würde ich auch so 60-70% sicherlich haben. Allerdings, ich werde nie Ausdauer haben, weil ich immer renne. Wenn das einfach zu lange dauert, wenn ich so... Guckt euch das mal an, wenn ich jetzt so laufe. Ja, merkt ihr was? Deswegen... Das wäre nicht so toll. Und wenn wir springen, ist sowieso Ausdauer weg. Und da ich mir angewöhnt habe zu springen, ja. Wobei ich das eigentlich mal sein lassen sollte, weil es total dämlich aussieht. Laufen wir einfach mal ganz normal. So, von hier nach Telvos. Halt. Telbranora, Telnora. Ich will nach Telvos. Ey, warum kann ich ihn nicht sehen gerade? Aha. Telmora, natürlich, da wollen wir hin. So. Ich dachte jetzt, Telvos gibt es direkt. Aber nein, richtig. Von hier kann man nämlich für einen Draken oder so nach Voss. Genau. Das werden wir aber nicht tun, weil... Dann seht ihr mal, wie kurz es eigentlich ist. Ich glaube, da hinten steht schon das Schiff von Voss. Also, ja. Ziemlich unnötig, wenn man das machen würde. Dann reißen wir einmal hier lang. Kurz ins Wasser hier durchqueren. Wie viel Chance habe ich jetzt? 42, 47. Ne, naja. Wo ist das Flug? Ach da, tschüss. Das hat mich sogar getroffen. Das freut mich nicht ganz so. Eigentlich kann ich jetzt hier mal gleich schon den Feuerball nehmen. Und es freut mich, dass man den Morrowind wenigstens zaubern kann. Schlug der jetzt fehl? Ach komm, ich habe jetzt Magie verschwendet. Das ist nicht gut. So. Boom. Yay. So, den werde ich nicht angreifen. Er ist friedlich. Von daher lasse ich das. Okay. Ach komm, was ist denn das jetzt? Heißt Google. Weil Dunmer mit Feuer anzugreifen ist für mich nicht so klug. Ja, ja. Ich hatte nicht vor zu krepieren eigentlich. Ja. Hallo! Hallo! Weg hier, weg hier, weg hier! Ich habe noch nicht gespeichert, ohne Mist. Speichern. Oh, wenn ich mich jetzt hätte umbringen lassen von dem Typen da. Ja, ja, komm. Oh Mann, das wird jetzt so wieder so Morrowind-Tanz. Tschüss. Ja, geil. Oh, 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 nicht gut. Oh, 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 das ist absolut nicht cool. Ah. Weg. Weg mit dir, weg mit dir. Nein, stirb doch. Hallo. Das ist echt mal klappen. Oh Gott, er ist tot. Super. Ich wusste nicht, dass da noch irgendwelche Typen sind, die auf mich lauern. Knappe Geschichte, aber es hat noch geklappt. So. Wunderbar. Ja, und das R habe ich bewusst gerollt. Ja. Was ist denn das für ein komisches Zeug hier? Ich will das ablegen. Das war vernünftig. Ja, fast. Egal. So. Und der andere Typ, wo liegt der? Irgendwie sind das total die armen Schlucker. Die haben noch nicht mal was ordentliches gehabt. Wie viel habe ich? 2 von 74. Ja, dann hätte ich mich sicherlich noch einmal treffen lassen. Das wäre ja kein Problem gewesen. Wo ist der andere Typ jetzt hin? Sehen, wo der ist. Aha, da oben. Okay, der hat auch so super. Der hat ja auch nichts. Ach komm. Ja, ein Schlucker. So. Na. Hm, ja, fast. Warum schwebt das Kackzeug so? Das regt mich auf. Ich mag sowas nicht.
Ja, natürlich geht's noch höher. Aha, das sieht besser aus. Okay. Haben die eine Truhe? Die haben nichts. Oh Gott. Ich habe Schaden gekriegt, aber 2 von 74. Okay, das kann mal vorkommen. Entweder ich brauche jetzt Magie oder ich werde mich irgendwie hinlegen müssen mit Rasten. Ich glaube, warten ist nicht so gut. Oh. Ja, das klappt noch. Okay, werde mich immer speichern, weil es war nicht so gut, dass ich die irgendwie beim Typen gespeichert hatte. Und wenn er mich noch gekillt hätte, dann wäre mein Safe erstmal kaputt. Puh, übel. Sehr übel. Gut. Hier geht es auf jeden Fall weiter danach. Und jetzt merke ich schon, meine Magie ist schon fast leer. Naja. Zerstörung 67 von 100. Ah, das geht ja einigermaßen. Ich werde übrigens auch den Trick mit dem Ahnengeist nutzen. Also, das ist so eine Art... Obwohl, ich werde hier mal warten. Eine Stunde. Eine Stunde warten. So, dann habe ich nämlich mehr Chance, dass der Zauber klappt. Der Ahnengeist, den werde ich beschwören, denn der kann mir Magie wiedergeben. Und das ist toll. So. Wenn ich sagte, dass ich den Trick nicht nutzen werde, dann habt ihr euch geirrt, weil ich glaube nicht, dass es ein Glitch oder ein Bug ist. Es ist so vom Spiel vorgesehen. Und dann werde ich das natürlich auch nutzen, weil wenn man den Angriff beschwört und der gibt einem mehr wieder durch Magieresistenz, als man investiert hat, dann ist es nun mal so. Dann werde ich dann natürlich auch einen Teufel tun, das nicht zu nutzen. Ja, wie viel kostet der nochmal? 21, das heißt, ich kann es noch einmal, zweimal. Ja, toll. Boom. Oh, klasse, ich kriege ins Kampf bestimmt hin mit diesem Leben. Super. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Cool. Mal wieder meine Achtsamkeit. Tschüss. Glücklicherweise kann ich mich auf meine Langwaffe verlassen. Ja, jetzt habe ich wirklich keine Magie mehr. 61% Chance. Das geht. Dann werde ich hier gleich nochmal speichern. Die muss klappen. Die Chance. Natürlich klappt sie nicht bei 61%. Ist ja logisch. Unnötig. Ja, ich glaube, jetzt werdet ihr auch ein bisschen mehr den Ladescreen zu sehen bekommen, weil ich keine Chance mehr habe, meine Magie sonst wiederherzustellen. Warum dauert das jetzt so lange? Bitte ein bisschen schneller. Aha. Okay. So, jetzt werde ich den hier hauen. Erstmal speichern und dann sollte er mir Magie wiedergeben. Ah, gib mir Magie. Ja, das war nicht viel. Oh Mann, ich habe mich von meinem eigenen Ahnengeist töten lassen. Ja, das kann vorkommen. Es kann vorkommen. Wenn man irgendwie genau dasselbe Problem hat, wie ich gerade... Ah, das ist doch scheiße. Ich darf halt keinen Schaden von ihm bekommen. Er darf mir nur Magie geben. Ach komm, scheiß. Also merken nach dem ersten Mal, wo er Magie wirkt, einfach Wohltat. Fertig. Oh. Also 1, 2, 3, 4 und jetzt Wohltat auswählen und hoffen, dass er mich mal nicht direkt tötet. 0%? Ach ja, klar, ich habe ja keine Magie. So. Hey, du leck mich am Arsch, du Scheißvieh. Das klappt nicht ganz so gut, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Hätte ich jetzt mehr Leben, wäre das gar kein Thema, aber momentan ist es echt nervig. Ja, geht's noch langsamer, bitte. Ich will heute noch fertig werden mit der Aufnahme. Es ist 13.56 Uhr und ich will eigentlich vor 24 Uhr mit der Aufnahme hier fertig sein. 3, 4, ja, Jetzt bitte Wohltat. Aha. Das war schon mal einiges. Ja, sehr gut. Ja, das ist zufriedenstellend. Also nehmen wir das gleich mal und stirb. Ja, so toll kann's laufen. Aber wie gesagt, es kann, es muss nicht. So, Feuerball. 51% Chance. Natürlich nicht. Bumm. Und das Wunderbare ist, wenn wir einen Aufstieg hier kriegen, dann erhöht sich unsere Chance, glaube ich, exponentiell. Das heißt, sie wird nicht gleichmäßig besser, sondern wirklich extrem besser. Ja. Die treffe ich aber damit, oder? Ja, doch. Sollte eigentlich. Wenn die Hitbox halbwegs anständig ist, dann klappt das. Ach komm, ja, ist gut. 51% Chance. Wisst ihr, das ist Morrowind-Logik.
Natürlich. Oh, geil. Ich hätte jetzt eher im Lotto gewonnen. Oh, krass. Geil. Geil. Richtig geil. Oh, über sowas reg ich mich auf. Leck, 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 leck. Okay. Wisst ihr, 50% Chance und es ist am Arsch. Aber so richtig. Mein Gott, reg ich mich so ein Kack auf. Oh nein, ich habe jetzt nicht wirklich meine Intelligenz kaputt gemacht, oder? Nein. Aha. Ahngeist beschwören. Wo? Da. Ja, und das ist jetzt eine Aufnahme, die ist etwas fail, aber naja, muss halt auch mal sein. Keine Waffe. Huch, ich wollte jetzt schon sagen. Upsala. 2, 3. Speichern. Und. Flip. Jetzt gib mir Magie. Bitte viel. Ja, das war nicht wirklich viel. Ach komm. Das war scheiße. Ich wollte eigentlich mehr als so ein bisschen haben. Und daher werde ich das jetzt so lange probieren, bis der Ahnengeist jetzt mal endlich mehr rausrückt. So. Ach, die Schläge werden resettet? Das wusste ich nicht. Ich habe ihn ja dreimal geschlagen. Ja, damit kann ich schon leben. Auch wenn das immer noch scheiße ist, aber naja. Ach, komm. Machst du ehrlich nichts mehr? Nein, natürlich nicht. Dann kill ich dich damit auch mal. Oder auch einfach mal nicht, weil es einfach nur zackt. Stirb, tschüss. Ja, das finde ich schon ein bisschen scheiße, dass man irgendwie bei 50% eine Fehlerrate von 90% hat. Guckt euch das mal an, das ist doch nicht normal. Ja, oh. Klasse, das habe ich richtig gut gemacht. Richtig gut ist das jetzt gelaufen. Ah, Mann. Aha. Ja, und jetzt habe ich hier wieder eine Wahrscheinlichkeit nur von so und so viel Prozent. Ja, aber 54 ist immerhin besser als 51. Ja, der hätte treffen müssen und das tut er auch. Aha. Ja, komm, einmal noch. Aha, immerhin. So, und jetzt läufst du nicht weg. Danke. Hat das jetzt unnötig lange gedauert, aber naja, kann mal vorkommen. Ich weiß gar nicht, wie lange nehme ich schon auf. Ich meine nicht so lange, aber ich könnte mich auch irren. Was habe ich überhaupt gemacht? Ich habe in das Game im Schatten was gemacht und so. Ich glaube, ich werde hier gleich die Aufnahmen wenden. Weil wenn ich hier ankomme, dann dürfte das schon mehr lang genug sein. Ja, ein Treffen und so. Gehen wir erstmal zur weisen Frau. Die befindet sich nämlich in diesem großen Zelt hier. So, und dann sprechen wir sie mal an. Warum stört ihr uns, Fremdländer? Wir haben nichts Wertvolles, das man uns nehmen kann. Warum lasst ihr uns nicht in Ruhe? Weil ich dich einfach nicht in Ruhe lasse. Ein Treffen vereinbaren. Ich werde diesen Agorina nicht treffen. Vielleicht entsende ich meinen Lehrling Minabibi, damit es an der Zeit ist, dass sie sieht, wie er Fremdländer lebt, um sich von ihren kindischen Vorstellungen verabschiedet. Ihr findet sie im Favelgrab. Kindische Vorstellungen. Minabibi respektiert unsere Lebensweise nicht. Sie verhält sich jedem Fremden gegenüber, der unser Lager besucht, wie eine Schwester. Ich befürchte, dass sie keine gute weise Frau sein wird. Favelgrab. Sieht westlich von unserem Lager, geht an der Küste entlang Richtung Westen an den Ruinen vorbei. Wenn ihr das Aschland erreicht, kehrt um. Geächtete unseres Stammes leben dort in der Nähe. Sie sind gefährlich. Meidet sie, wenn ihr könnt. Okay, also westlich. Ich könnte jetzt noch Witz bringen, aber ich glaube, im Morrowind lasse ich den. So. Also, bei der wunderschönen Main Theme werde ich hier den Part beenden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.